Ja, hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Frank Drollinger, ich bin Golfmethodenentwickler. Golfmethodenentwickler unterscheidet man nach deren Kernprinzipien. Also die alte Methode hat, was wir jetzt ganz neu festgestellt haben, am 2. September 2021 bis zu neunfacher Imbalance. Ich zähle es mal kurz auf, also hoch-tief gehen ist Imbalance 2. Rechts-links ist Imbalance 4, dann vor und zurück ist Imbalance 6, dann Jumpen, also das stellen wir fest durchs Überstrecken vom linken Knie, das zählt schon als Jumpen, also Überstrecken, Überdehnen vom linken Knie zählt als Jumpen. Das ist dann Nummer 7 und dann haben wir noch eine Knie-Imbalance, also das linke Knie beim Rechtshänder ist meist tiefer wie das rechte, ist Imbalance. Und dann haben wir automatisch auch eine Becken-Imbalance, nämlich das linke Becken ist dann tiefer wie das rechte. Also haben wir 9 Indikatoren Imbalance in der alten Methode. Und Imbalance ist immer ein Angriffsfaktor auf Performance, Wiederholbarkeit, Power. Man hat temporär blockierte Muskeln. Also die Muskeln und Gelenke im rechten Bein meist sind temporär blockiert. Unfassbar. Also auch der Schlägerblatt. Man muss sich ja einfach mal vorstellen, bei diesen vielen Indikatoren von Imbalance, was mit dem Schlägerblatt dabei passiert. Also das Schlägerblatt ist hypermobil. Und Golf ist ein Präzisionssport und bei Präzision reden wir von wirklicher Präzision. Also nicht, wir können Golf jetzt nicht mit Basketball als Zielsport vergleichen oder Baseball, wo ich, keine Ahnung, 90 Meter Range habe oder noch mehr. Also Golf wird in ein relativ kleines Loch gespielt. Und das ist aber auch nicht das Kennzeichen von einem Ziel, von einer Zielsportart, sondern also von einer präzisen Zielsportart, sondern die Kennzeichnung von einer präzisen Zielsportart ist, dass zwischen Ball und Schlägerkopf nur eine minimale Face-Angle-Toleranz möglich ist. Deswegen müssen wir Golf eigentlich mehr mit Dart spielen, Pfeil und Bogen, Sportschützen vergleichen, weil auch dort das Ziel extrem präzise definiert ist. Also beim Dart, sage ich jetzt mal, ist es der rote Punkt in der Mitte und der ist auch sehr, sehr klein im Verhältnis jetzt zur Scheibe. Und deshalb muss man diese beiden Bewegungsprinzipien, Core-Balance, also keiner würde im Dart auf die Idee kommen, neunfach Imbalance umzusetzen oder beim Schießen neunfach Imbalance, vollkommen unprofessionell. Um es nett auszudrücken, unprofessionell. Ja, wir haben natürlich Bücher veröffentlicht. Jetzt hier Golf, das Neue Testament, gibt es jetzt schon ein bisschen. Wir werden es nochmals überarbeiten, denke ich. Und das ist die englische Version. Die ist aktuell lieferbar, könnt ihr bei uns bestellen. Und ist eigentlich ganz spannend. Jetzt kommt im September, Oktober, wahrscheinlich wird es Oktober, alles verzögert sich ja, kommt ein neues Buch raus, Golfen im Schlaf lernen, und auch das ist spannend. Ja, also da wird nochmals ein bisschen aktualisiert und vor allem wird dieses Hirn-Muskel-Programming, was wir zusammen mit Professor Eberspecher ausgearbeitet haben, das wird beschrieben und auch die Folgen. Und ich sage jetzt mal, natürlich müssen wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die biomechanisch, physikalisch und anatomisch vollkommen, wie soll ich sagen, obsolet sind. Ja, also da fragt man sich, da werden Trainingsbewegungen abgebildet, wie man das Kniegelenk zerstört. Also man denkt, man tut was Gutes, überstreckt es, diese explosionsartige Überstrecken im linken Knie. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der jetzt, glaube ich, als ja, ist ja egal, auf jeden Fall, der hat gesagt, daraus generiert er Energie. Also, Leute, die Energie geht nach oben und was passiert da mit dem Schlägerblatt, wenn ich mein linkes Knie überstrecke? Also anatomisch vollkommen beknackt und natürlich biomechanisch und von der Physik her nicht optimal.
Ja, heute mal zum Thema aktiver oder passiver Leckwinkel. Also das Setzen eines Leckwinkels aktiv oder passiv. Und dazu muss man absolut wissen, wir brauchen diesen 90 Grad Leckwinkel, weil der natürlich im Downswing ein Viertel der Power generiert. Und wir haben jetzt wiederum einen jungen Mann da gehabt, Leistungsgolfer, vollkommen verzweifelt von seiner Homebase zu uns gekommen. Und wenn ich dann, wir machen immer Ist-Analyse, immer. Also mit jedem, der kommt, mache ich eine Ist-Analyse. Schon allein, dass wir den Abstand zur Core-Balance Free Release Methode ganz präzise nachvollziehen können. Also dieser junge Mann wusste nicht, wie die Methode heißt, die er umsetzt. Keine Ahnung. Er hat noch nie in seinem Leben eine schriftliche Schwungbeschreibung, was er tun soll, wann, wohin, wie weit, wie schnell er sich bewegen soll und wie sein Setup aussieht. Also sein Setup wird nach Gefühl gemacht, sagt er zu mir. Dann kann er auch nicht beschreiben die 2D-Koordinaten vom Setup, dann kann er nicht beschreiben die 3D-Koordinaten im Rückschwung, dann kann er nicht beschreiben die 3D-Koordinaten im Abschwung und dann kann er natürlich auch nicht beschreiben in der Zeitphase vom Ball-Impact bis zum Finish. Das ist, deshalb ist die Fehlerquote so hoch, weil wenn ich im Prinzip die Teilbewegungen nicht ansteuern kann, nicht präzise ansteuern kann, dann ist, der Dr. Nichols sagte, das werde ich nie vergessen, ich weiß noch wie heute, er sagte dazu Nonsensbewegungen. Und genau so ist es, dann entsteht halt eine extrem hohe Fehlerquote. Und ich habe es ja jetzt schon im Intro gesagt, wenn ich halt nur am Schlägerblatt plus minus ein Grad Platz habe, dann sind halt Nonsensbewegungen nicht gerade zielführend. Okay, also jetzt haben wir also diesen jungen Mann, nach der schriftlichen Ist-Aufnahme machen wir eine Ist-Aufnahme, machen wir uns warm und dann machen wir ein paar Schläge und dann filmen wir irgendwann auch seinen alten Schwung. Von der Seite und von hinten, immer im rechten Winkel bitte. Also es ist ganz schwierig, nicht Schwünge zu analysieren, die nicht in diesen Winkelpositionen vorgenommen werden. Wir haben es ja mal auf die Spitze getrieben und haben auch einen Kameramann im rechten Winkel vor den Ball gelegt. Er hat dann einen Helm und Schutzbrillen bekommen. Nur, dass wir mal diese Sequenz hatten, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dabei haben wir festgestellt, A, neunfache Imbalance, die habe ich ja schon aufgezählt, also Jumpen, Beckenschiefstand, Hüftschiefstand, Knieschiefstand. Und dann haben wir auch noch eines festgestellt, um den Leckwinkel, also zwischen linkem Unterarm das jetzt hier der Schläger ist, 90 Grad erzeugen zu können, müssen die den linken Arm kleiner wie 45 Grad im Verhältnis zum Schultergürtel anlegen. Sonst geht das nicht. Und das wird brutal gemacht. Also wir haben das Glück, dass in unseren Reihen ein Schulterexperte ist. Ich habe auch einen noch in Amerika. Und allen ist klar, das Überdehnen vom linken Schultergelenk um diesen passiven Leckwinkel, der also mechanisch durch äußere Rotationskräfte erzeugt wird, das ist vollkommen perfide, weil es deine Bänder an der linken Schulter vollkommen ausleiert und das ist natürlich eine Katastrophe. Also das kriegt man auch mit Muskulatur nicht ausgeglichen. Und von der Thematik her muss man ja mal die Ursache sehen. Was ist denn die Ursache, warum die einen passiven Leckwinkel setzen mit dem Schläger? Die Ursache ist wiederum, sie blockieren durch Imbalance, durch Transfer des Körpergewichts auf die rechte hintere Ferse. Da blockieren die temporär die große Beinmuskulatur, Po-Muskulatur, und auch die Gelenke. Also aus dieser Position kann keine effektive Kraft für den Abschwung erfolgen. Keine Chance. Also von der Seite aus eine Katastrophe.
Und wir bei Core Balance Free Release, wir haben das Glück, dass wir natürlich die Gesundheit vom linken Schultergelenk nicht opfern müssen, um biomechanische notwendige. Also Leckwinkel ist ohne Diskussion, wir brauchen einen 90-Grad-Leckwinkel. Der löst sich dann durch äußere Zentripetalkräfte im Abschwung auf und den brauchen wir. Aber wir haben, ich will jetzt nicht mal sagen den Luxus, sondern die geniale Thematik, dass unser Schultergürtel ganz genau zum Ende des Rückschwungs mit 90 Grad definiert ist. Die Hüfte, das Becken ist hierzu definiert. Und die Kniewinkel ist auch definiert, also Kniebalance in dieser Position muss gehalten werden. Das ist ein reines Training, motorisches Training. Und dann können wir den linken Arm so anwinkeln, also im 45-Grad-Winkel, dass wir das Schulterkugelgelenk nicht verletzen. Also Verletzungen sind nicht ethisch und deswegen verstoßen sie, also Bewegung, die Verletzungen verursacht, auch leise Verletzungen, verstoßen gegen die Golfregeln. Das muss man auch mal sagen. So, also von der Thematik her ist das genial. Jetzt müssen wir aber dafür diesen Leckwinkel aktiv setzen. Und den setzen wir, indem wir mit dem Triggerfinger, sagen wir dazu, das ist der hier, ziehen wir den Schläger entsprechend hoch in diese Leckwinkelposition. Also Core Balance Free Release ist für mich die genialste Golfmethode der Welt. Ich muss da immer sagen, für mich, ja, ich darf nicht sagen, sie ist, sondern ich muss sagen, für mich ist sie die beste Methode. Wir haben jetzt gerade heute Morgen wiederum eine Spielerin aus Vietnam analysiert, die Überstrecken vom linken Knie entsprechend vorgenommen hat und denkt, ja, wenn sie das hart trainiert, dann. Aber so ist es nicht. Also auch das Überstrecken vom linken Knie kommt bei uns nicht vor. Ja, das wollen wir nicht, weil das ist vollkommen, also der Dr. Draxler, der Kniegelenke operiert oder Kreuzbänder operiert, der sagte, diese Bewegung ist ein Verbrechen gegen das Kniegelenk. Und deshalb passieren Verbrechen gegen die Gelenke. Und das ist keine Einzelmeinung. Das sind die Fundamente der Anatomie. Das wird nach jahrzehntelangen Überzeugungen und Abgleichungen und Approximierungen, das wird an den Universitäten, den Medizinstudenten beigebracht. Und das ist auch richtig. Und die Ergebnisse sind ja klar, die Leute sind alle verletzt. Also Ogilvy sagt 100% Verletzung, wir sagen auch 100% Verletzung durch die alte Methode schleichen, weil wir auch leise Verletzungen als Verletzungen bewerten und Halleluja, Katastrophe. Deshalb ist so wichtig, dass wir zum Golf Medical Coach ausbilden, dass wir Golf Physio Coach ausbilden. Und jetzt mal auch ein Wort. Wir nehmen hierzu nicht Golflehrer, die nicht auf Core Balance Free Release zertifiziert sind, weil die unterrichten ja genau diese pathologische Methode. Hallo, wach, hallo, wach. Also, wie perfide ist das denn? Wie perfide ist das denn, dass pathologische Biomechanik unterrichtet und geschult wird und dann bildet man aus zu, ich weiß gar nicht, wie die sich bezeichnen, aber ist mir auch egal. Also, da würde ich lieber hungern und trocken Brot fressen, bevor ich so einen Müll erzähle. Das ist ja frontales Anlügen der Kursteilnehmer. Das muss man auch mal, ich muss es ein bisschen deutlicher sagen, die Kursteilnehmer bei der pathologischen Biomechanik werden frontal angelogen. Weil das ist nicht gesund. Das geht nicht. Deswegen kann ich mich nicht auch als Golf Lalala Coach bezeichnen oder mich zertifizieren lassen von einer Methode, die pathologisch ist. Von einer Organisation, die grundsätzlich pathologische Biomechanik umsetzt. Ich sage nicht, dass sich die Organisationen nicht ändern können. Aber zwischenzeitlich, also mein Einfluss ist null. Aber die Wahrheit, und ich denke mal, die Ärzte, die Physiotherapeuten, wenn man gut mit ihnen umgeht, die stehen hinter uns.
Also Sie werden keinen Physiotherapeuten oder sage ich mal keinen Arzt oder Orthopäden finden, der Scherkräfte, der Überdehnen vom Schultergelenk als gesund bezeichnet. Sie werden niemanden finden. Ja? Es ärgert mich ja immer bei den Sportwissenschaftlern so, also der DGV lässt sich ja unter anderem von Sportwissenschaftlern beraten und von nicht auf Core Balance Free Release zertifizierten Ärzten. Und was soll da dabei rauskommen? Wenn ich doch nicht in der Lage bin, Golfmethoden zu unterscheiden, durch Kernprinzipien zu unterscheiden, wie will ich denn dann anatomische Bewertungen machen? Dann kommen natürlich solche Ausweichbewegungen. Also ich sage es mal ganz deutlich, Fußball ist auch pathologisch, aber Fußball ist ein Kontaktsport, das wissen wir. Aber im Golf, da müssen wir oder da können wir nur Höchstleistungen umsetzen, da können wir nur höchste Präzision umsetzen, wenn A, die Biomechanik frei von Kontraindikation ist, also nicht das Schultergelenk oder das Kniegelenk oder Hüfte oder noch viel schlimmer die Wirbelsäule verletzen. Und der zweite Punkt ist, wenn ich Bewegungen steuern kann. Und ich war wirklich international unterwegs, habe mit vielen gesprochen. Viele, die auch, jetzt sage ich mal, da auf dem Holzweg sind, die meinen, mit Memory-Systemen ja, kann man dynamische Bewegungen ins Hirn programmieren. Das geht nicht. Sondern deswegen bewundere ich so diesen Professor Ebersbecher. Der hat es sofort erkannt. Also der hat sofort erkannt, dass man Bewegungen nur, und das, also nicht nur Ebersbecher hat das erkannt, sondern auch die, die Leute, die Bewegungen schulen, die Ergotherapeuten haben das auch sofort erkannt, deswegen ich liebe Ergotherapeuten, dass man Bewegungen präzise nur wiederholen kann, wenn der Anfangspunkt und der Endpunkt der Bewegung, die Balance, die Koordinate, die Geschwindigkeit hier definiert sind. Und genau das machen wir. Und deshalb können wir Höchstleistungen erzeugen. Jetzt fragen Sie sich mal, warum das bei den ganzen Leistungszentren da draußen, ob Sie jetzt von Hamburg oder egal wo sind, dass die keinen Tiger Woods rausbringen. Weil sie diesen Spruch oder diesen Marketing-Satz von Audi nicht befolgen, Vorsprung durch Technik. Sondern die sagen, nur wer nicht durchs Raster fällt, der wird Höchstleistungen vollbringen. Und man sieht es ja an verschiedenen Protagonisten, wie die brutal abstürzen und ist halt so. Natürlich, und wenn ich nur Leute zulasse, die nach der Imbalance-Methode unterrichten, was meiner Ansicht nach auch gegen die Golfregel verstößt, dann gewinnt halt der Beste unter den Schlechten. Das muss man deutlich festhalten. Und ich habe jetzt gerade wieder Martin Keimer seinen Schwung analysiert. Martin Keimer macht jetzt einen langsameren Rückschwung. Der Gedanke ist hervorragend. Was will er erreichen? Dass sein Beckenshift nicht mehr so ist, sondern nur noch so ist. Also, aber trotzdem, schau mal, so viel Beckenshift nach rechts, hoch tief, was er nach wie vor macht, ist im Balance. Ja? Also es macht keinen Sinn, dass ich einen geraden Ball schlage und mir dabei die Lendenwirbel, Bandscheiben, Querfortsätze abdrehe und zerstöre, weil, hallo, das ist nicht gut. Also, wir treten, das passt nicht, ist auch nicht golfregelkonform. Ich wiederhole das, es ist nicht golfregelkonform, nach meiner Auffassung. Ja, weil wir haben in den Golfregeln Safety, Ethik, Integrity ist Ethik und Sportsmanship und Selbstverletzungen sind halt nicht ethisch und sind halt auch, passen nicht zu Safety. Bei Safety müssen wir argumentieren mit AEC, also Argumentum e contrario, aber das spielt ja gar keine Rolle. Der Golfsport hat das Fundament, also die ganzen 34 Regeln, die da im Nachgang folgen, sind alle okay, aber das Fundament muss ich auch mal berücksichtigen und das sind Regeln, weil sie sanktionierfähig sind und die Protagonisten bei den Verbänden stellen sich da weg. Also von der Seite aus, wir bei Core Balance Free Release setzen einen aktiven Leckwinkel, weil wir
diese Megapower, diese Monsterpower durch aktive Beinarbeit im Dreiabstoß reaktivieren. Und das erschaffen wir nur durch Core-Balance. Und das alte System ist halt, da zerstörst du deinen Körper am linken Knie, an der Wirbelsäule und auch am Schulterkugelgelenk. In dem Sinne, heute hier unser Buch, ganz spannend. Heute mal zum Schulterkugelgelenk und passiv gesetzter Leckwinkel. Ich bin da eigentlich immer wiederum begeistert. Wir haben jetzt September 2021 und ich dachte immer, wir sind jetzt absolut high-end fertig mit unseren ganzen Überlegungen. Aber es kommt immer mal wieder ein bisschen was dazu. Ich finde es spannend. Ja? Also von der Seite aus, machen Sie sich mal Gedanken oder mach dir mal Gedanken, neunfach Imbalance, was das für dein Schlägerblatt bedeutet, auch was das für die Kraftvektoren bedeutet, in alle Richtungen vor und zurück und was es für deine Performance bedeutet, weil Gegenscherkräfte, die wirken ja bremsen, also von der Seite aus spannend. Ich grüße dich heute auf das Herzlichste an diesem wunderschönen September, Donnerstag. Absolutes Traumwetter. Spielt eine Runde Golf, denkt aber auch mal darüber nach, Neurokognition, ob ihr euren Schwung beschreiben könnt, was ihr macht, ob ihr mehr Spaß haben wollt beim Golf. Weil wenn du keine Hirnmuskelsteuerung hast und kein Fundament also für diese Hirnmuskelsteuerung hast, dann ist deine Fehlerquote, ohne dass ich dich beobachte, im Schnitt bei weit über 60% eher an die 80% herangehen. Tourspieler haben im Schnitt 40%, je nachdem, wie man den Fehler bewertet. Wir sagen mittlerweile, dass schon ein halbes Grad zu oder offener Schläger ein Fehler ist. Also von der Seite aus spannend. Ich grüße euch auf das Herzlichste. Bleibt mir wohlgesonnen. Ah ja, und hier unten ist unser Button, um unsere Videos zu abonnieren. Abonniert unsere Videos. Wir würden uns ganz herzlich freuen. Ich grüße euch.